Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, zur nächsten Med-Konkret-Runde hier im Panoramasaal im Landeskrankenhaus Feldkirch. Das Generalthema ist ja Schmerzen. Schmerzen in den vielfältigsten Formen gibt es ja genug. Diesmal haben wir uns Gesichtsschmerzen, Mundschmerzen, Kieferschmerzen ausgewählt. Also Zahnschmerzen allein sind ja nicht das Thema. Und was es da alles gibt und wie das behandelt werden kann, das wird uns Primar Oliver Ploder heute erklären. Er leitet die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Das ist ein sperriger Begriff hier im Landeskrankenhaus Feldkirch. Er hat also Heimvorteil. Herzlich willkommen, Herr Primar. Danke. Ich möchte Sie auch noch bitten, die Fragebögen, die Sie auf Ihren Sitzen finden, auszufüllen. Sie dürfen alles draufschreiben, Kritik, auch Lob, nehmen wir alles an. Sie können auch Themenvorschläge machen. Bitte geben Sie die Bögen, wenn Sie den Saal verlassen, draußen ab. Vielen Dank und in dem Fall einen schönen und informativen Abend. Bitte, Herr Primar. Gut, vielen Dank für die einleitenden Worte. Also mein Name ist Ploder. Ich bin seit 15 Jahren hier in Vorarlberg. Wenn man es im Dialekt hört, bin ich kein gebürtiger Vorarlberger. Ich bin aus der Steiermark, aber in der Schweiz aufgewachsen, also gebürtiger Schweizer eigentlich. Das heißt, Schweizerdeutsch verstehe ich perfekt, kann es leider nicht mehr genau, aber in der Nähe von Zürich bin ich aufgewachsen, falls wem interessiert ist, Baden bei Zürich. Ich bin Universitätsprofessor, das heißt, ich lehre auch auf der Uni in Wien, also Humanmedizin und Zahnmedizin. Und das freut mich, dass ich heute auch Studenten hier bei mir habe. Ein anderes Alter, aber wie gesagt, das geht auch um dieses Thema, das die Studenten auch sehr interessiert. Und das sind diese Schmerzen im Gesichtsbereich. Und ich möchte eigentlich mit der ersten Frage beginnen, und zwar, was heißt MKG? Wer weiß das? Das Wort ist schon gefallen. Richtig, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie. In Deutschland ist das dem Patienten ein Begriff. Das heißt, jeder Patient in Deutschland, wenn man sagt MKG-Chirurg, weiß sofort, was los ist. Das ist in Österreich leider nicht ganz der Fall, aber wir predigen das. Das heißt, ab Januar bin ich auch der Präsident unserer Fachgesellschaft, das ist die Österreichische Gesellschaft für MKG-Chirurgie, also ÖGMKG kurz genannt. Und das ist unser Ziel, dass wir auch das MKG transportieren, also diesen Begriff, weil das ist, der ganze Name ist natürlich sehr sperrig, also wenn man das ausspricht. Wichtig zu wissen für Sie ist, wir sind doppelt approbiert, das heißt, deswegen sind auch zwei Doktortitel von mir, das heißt, ich habe Humanmedizin studiert und Zahnmedizin, also nicht nur ich, sondern auch alle meine Kollegen. Das heißt, wir haben so ungefähr 15 Jahre Ausbildungszeit, das ist sehr lange. Wir sind Allgemeinchirurgen, das heißt, ich habe mit der Bauchchirurgie angefangen, Unfallchirurgie und dann spezialisiert nur auf die Kopf-Hals-Region. Das ist das, was wir durchführen. Also Sie sehen da hier unterschiedlichste Themengebiete, sind Teilgebiete von unserem Fachbereich. Ich mache alle Teilgebiete, das heißt, das habe ich auch im AKH gelernt. Meine Spezialthemen, also ich kam vom großen AKH Wien, das sind diese ganzen Krebsoperationen mit verschiedenen Lappen, mit Mikroskopen und so weiter. Dann speziell, das ist ein wichtiger Faktor, das ist ein Teilgebiet meines, ein Spezialgebiet von mir, das sind die Umstellungsoperationen, das heißt, Gesichtsumstellungen durchgeführt. Wenn Patienten zum Beispiel ein Vogelgesicht haben oder ein typisches Habsburger Gesicht mit dem vorstehenden Kinn. Das sind so typische Operationen. Und dann kriegen wir Patienten aus ganz Österreich, aus Süddeutschland, aus der Schweiz. Also wir sind mittlerweile ein Zentrum geworden, auch für das kleine Vorarlberg. Und das freut mich, dass wir Wiener Patienten bekommen, Steirer Patienten, Südburgenländer. Also die fahren quer durchs ganze Land Österreich. Aber was alles gemeinsam ist, sind überall mit Schmerzen verbunden, logischerweise, meist natürlich nach der Operation und deswegen passt das gut dazu, dass ich Ihnen dieses Foto zeige. Und was ist eigentlich Schmerz? Mit dem Begriff fängt man schon an und das ist gar nicht so einfach, weil wenn man sich diese Begriffsdefinition anschaut, das ist von dieser internationalen Schmerzgesellschaft, da sind zwei Termine dabei und zwar ist das ein Sinnesschmerz, ein Gesinneserlebnis und ein Gefühlserlebnis. Das heißt, wir haben einerseits den Schmerz, den wir spüren, und es ist auch ein seelischer Schmerz. Und da gibt es dieses Modell, dass die Psyche eine Rolle spielt und natürlich die anatomischen Strukturen, wie zum Beispiel die Gelenke, Nerven, die Muskulatur und die Hormone, ein Teil zu nennen. Und diese zwei Sachen spielen zusammen. Das heißt, wir haben eine psychische Komponente dabei und das sollte man nicht außer Acht lassen. Und die dritte Komponente ist hier rechts unten. Das ist natürlich die Familie, die Arbeit, Freizeit, Kontakte, die das auch beeinflussen.
Und was noch interessant ist, dass nicht Schmerz unbedingt ein negatives Erlebnis ist, sondern ein Erlebnis, das nicht unbedingt mit einer Gewebeschädigung zu tun hat. Das heißt, wenn ich mir reinschneide und es blutet, dann habe ich Schmerz. Aber es muss nicht unbedingt der Schmerz gleich auftreten nach der Schädigung, sondern es kann auch davor eintreten. Das ist nämlich deswegen interessant, wenn wir da zum Beispiel mit dem Finger oder die Kinder mit dem Finger in die Kerze hineinfahren, dann spüren wir, dass es wärmer wird und dann kommt irgendwann ein Schmerz. Wir haben aber noch keine Brandblase, noch keine Schädigung. Das heißt, das Schmerz ist ein Warnsymptom. Das ist für uns alle ein Warnsymptom. Und das wird jeder kennen, der joggt oder einen Sport betreibt. Wenn man Schmerzen hat, ist es ein Warnsymptom, dass irgendwas nicht funktioniert, dass irgendwas nicht richtig abläuft, dass der Knorpel entweder ein Problem ist und so weiter und so weiter. Das heißt, in der Frühgeschichte hat man sich schon mit Schmerzen befasst, und zwar der Kopfschmerz, das war interessant. Bei den Ägyptern haben sie gedacht, das sind böse Wesen, und da hat man versucht, über Geisterbeschwörung oder Opfergaben und Gebete. Und in ganz schlimmen Fällen hat man sogar Löcher in den Kopf hineingebohrt, direkt in das Hirn, und weil sie gedacht haben, dann wird der Schmerz weniger, der Kopfschmerz. Das war natürlich nicht die richtige Therapie, aber man sieht schon, wie alt der Kopfschmerz ist und dass sehr wohl in Ägypten die Leute sich damit befasst haben. Schmerz, viele Leute glauben bei uns, Schmerz ist was Negatives, ist es aber nicht unbedingt, weil es ist auch ein richtiges Frühwarnsystem und in einer Not- und Fluchtsystem haben zum Beispiel die Tiere das als Reaktion, können sie Schmerz unterdrücken, akut unterdrücken und dann werden Endorphine ausgeschüttet und man kann schneller fliehen. Das ist in der Tierwelt wichtig, natürlich auch beim Menschen. Wir haben aber natürlich verschiedene Schmerzkünstler in unserer Gesellschaft und zwar die Fakire, das kennen Sie, die können sehr große Schmerzen aushalten, indem sie sich Nägel in die Hände treiben. Und wir haben Schmerzkünstler in der Champions League, Sie kennen das bei der Weltmeisterschaft, die herumfliegen und Schmerzen sich krümmen und versuchen natürlich mit diesen schauspielerischen Darstellungen Leute zu beeinflussen, in dem Fall natürlich der Schiedsrichter. Wir haben, das sind zwei Ölbilder und das hat mir ganz gut gefallen, weil es sind zwei unterschiedliche Schmerzformen. Wir haben verschiedene Schmerzformen und einerseits den akuten Schmerz, also der wirklich akut eintritt, und der chronische Schmerz. Das sind die zwei großen Unterschiede. Diese Patientin, die auf dem Ölbild dargestellt ist, die hat einen akuten, wahnsinnigen Schmerz. Man sieht das am Gesicht, man sieht das an den Tränen, die herunterrinnen und auch die Körperhaltung und die Kopfhaltung. Und dieser Patient hat einen traurigen Blick und der hat einen chronischen Schmerz. Und das ist interessant, mit viel Erfahrung als Arzt, also bin jetzt mittlerweile 25 Jahre im Beruf tätig, kann man solche Patienten schon rausfiltern und sieht dann schon, wenn man den Patienten in die Augen schaut, ob der einen chronischen Schmerz hat. Weil Schmerz ist sehr subjektiv natürlich, das kann man nicht messen, wir kommen darauf später. Und wenn so ein Patient in die Ambulanz kommt, dann weiß man auch, stopp, da muss man jetzt wirklich vorsichtig sein, da ist was Größeres dahinter, was muss man genau abklären. Dann haben wir natürlich den Oberflächenschmerz, Tiefenschmerz, das sind so also an der Oberfläche oder in der Tiefe im Bereich der Organe und lokalisierbar und diffus, auf das komme ich noch. Wir haben akute Schmerzen, die wie zum Beispiel Muskelverspannungen. Wir kennen das alles mit der Halswirbelsäule oder Schultermuskulatur und das ist ein Warnsymptom, ist ein Frühwarnsymptom. Und da versucht diese Muskulatur zu verkrampfen, um eine Schädigung der Wirbelsäule zum Beispiel zu vermeiden. Und dann haben wir natürlich Schnittverletzungen, die auch akute Schmerzen sind. Das heißt, das ist eine Oberlippe, der Patient ist hier schon intubiert, man sieht hier einen Schlauch hinein. Das ist eine massive Rissquetschwunde im Bereich der Mundwinkel und Oberlippenregion. Das sind akute Schmerzen, die direkt nach dem Unfall auftreten. Und dann haben wir auch akute Schmerzen, das auch ein Frühwarnsystem ist. Das heißt, wenn der Patient, diese Patientin, also dieses Kind, hat hier eine Rötung und man sieht es natürlich, weil die Augen es ausgeblendet haben, damit man den Patienten oder die Patientin nicht erkennt. Man sieht an den Falten hier und an den Augen, an der Augenhaltung, dass der Patient starke Schmerzen hat. Und das ist ein Frühwarnsystem, das heißt, ich muss zum Arzt, muss mich behandeln lassen. Und wenn man das nicht macht, können solche Situationen lebensbedrohlich sein. Und das kommt, das zeige ich Ihnen auch in einem späteren Fall, gibt es wirklich unglaublich lebensbedrohliche Situationen. Da geht es wirklich um wenige Minuten oder eine halbe Stunde, dass so ein Patient dann ersticken kann.
Und dann gibt es den chronischen Schmerz. Man wundert sich, wie manche Patienten, ich wollte gerade sagen, wenn jemand nicht die Bilder anschaut, ganz kurz wegschauen, es kommt in meinem Vortrag immer wieder ein Affe, der die Augen zuhält. Und nach diesem Affen sind dann spezielle Fotos, die nicht unbedingt jeder sehen möchte. Dann kurz wegschauen und wenn man merkt, dass ich das Thema wieder wechsle, dann weiß man, okay, der Affe ist wieder weg, das sind wieder normale Fotos. Das ist zum Beispiel ein chronischer Schmerz. Die Patientin hat das negiert. Das heißt, sie hat einfach die Druck, die Schwellung gemerkt, sie sieht das auch, ein ständiges Druckgefühl, ein chronischer Schmerz und das wird immer größer und was wir Menschen leider können, das ist verdrängen. Wir verdrängen solche Situationen, deswegen kommt es zu solchen Situationen, wo es Dimensionen annehmen kann und dann sind solche Operationen gar nicht so einfach, weil dann auch Organe verdrängt werden. Das ist ein chronischer Schmerz und der ist dann über lange Zeit wirksam. Die Patientin hat aber natürlich keinen akuten Beschmerz. Ist Schmerz messbar? Und zwar, Schmerz ist einerseits, gibt es zwei Unterschiede, entweder einerseits die Qualität und die Quantität. Also die Qualität, was ist das für ein Schmerz? Und das ist bei uns in der Diagnostik ganz wichtig. Das heißt, wir fragen den Patienten, ist der Schmerz stechend, drückend? Und da sehen Sie ein paar brennend, bohrend, reißend, quälend, mörderisch, erschöpfend. Das sind so typische Beispiele, die bei einem Schmerz auftreten können und die auch einen Hinweis geben für den Hintergrund, also für die Ursache des Schmerzes. Ein pulsierender Schmerz ist was Akutes, eine akute Entzündung und ein drückender Schmerz ist meistens was Verdrängendes. Das sind so große Unterschiede, die man mit Erfahrung dann feststellen kann. In der Qualität gibt es semi-objektive Messmethoden, das heißt, wir fragen den Patienten, der Patient gibt anhand einer Skalierung, das kann diese Smile-Skalierung sein, das wird meistens bei Kindern verwendet, oder eine zehnteilige numerische Skala, 0 ist kein Schmerz und 10 ist maximaler Schmerz. Ich sage immer zu den Männern, 10 ist der Geburtsschmerz, dann steigen natürlich die Männer aus, aber zum Beispiel Zahnschmerz, Geburtsschmerz sind so typische Schmerzformen, die auftreten können. Wobei man sagen muss, sind einige Männer und Frauen auch hier, dass Männer natürlich eine ganz andere Schmerzskala haben. Da sind die 10er, 9er, 8er sehr groß geschrieben und die 1, 2 ganz klein. Das heißt, die Männer geben eher stärkere Schmerzen an als die Frauen. Biologisch ist das natürlich erklärbar. Aber wir sind als Ärzte darauf angewiesen, auf die Beurteilung durch den Patienten. Es gibt keine Messmethode, kein Messinstrument, die Schmerz nachweisen kann. Und das macht das Ganze extrem schwierig. Weil es gibt viele Patienten natürlich, oder aus welchen Gründen auch immer, die Schmerz vortäuschen können. Das Beispiel mit dem Fußballer zum Beispiel beim Fußballspiel, das ist extrem schwierig, das zu beurteilen. Und wer kennt keinen Schmerz? Ganz genau so. Da gibt es ein Sprichwort, und da bin ich nämlich im Zuge des Vortrags, Indianer kennt keinen Schmerz, gibt es bei uns das Sprichwort. Richtig, das stimmt nämlich nicht. Und da habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal nach im Internet, dann google ich einmal herum, woher dieses Sprichwort kommt. Und siehe da, der Karl May hat das im Schatz vom Silbersee geschrieben. Und dieses Sprichwort, Indianer kennt keinen Schmerz, gibt es nur im deutschsprachigen Raum. Es gibt es nicht in den USA. Und eine amerikanische große Zeitschrift hat über dieses Thema geschrieben, sie wundern sich, wie es dieses Sprichwort nur im deutschsprachigen Raum gibt. Dann sind sie über Recherchen draufgekommen, dass das eventuell mit dem Schatz vom Silbersee zusammenhängen kann, vom Karl May, der darüber geschrieben hat. Das ist natürlich auch in der Erziehung, wenn man Kinder sagt, Indianer kennt keinen Schmerz, natürlich ganz schlecht, wenn man solche Hinweise für das Kind hat, das wirklich starke Schmerzen hat. Aber nur so zum Thema, wer kennt keinen Schmerz? Natürlich kennen wir alle Schmerzen. Wer nach meinem Vortrag weiterhin Informationen haben möchte, da gibt es wirklich eine gute Homepage, das ist die Deutsche Schmerzgesellschaft. Das brauchen Sie nur eingeben in diesen Google-Suchbefehl und dann kommen Sie auf ganz, ganz viele Details, sagen zum Beispiel Schmerzfragebogen, Messung der Schmerzstärke, total interessant. Also schauen Sie mal dort rein, wenn Sie Interesse haben. Da sind also wirklich ganz gute Informationen auch für Patienten dabei. Gut, Arten der Schmerzen. Jetzt komme ich zu dem Thema, das ich vorher schon erwähnt habe. Wir haben einerseits den Mund- und Zahnschmerz. Und das ist nach der deutschen Gesellschaft zugeordnet. Das heißt Mund- und Zahnschmerzen und dann Kopf- und Gesichtsschmerzen. Zwei große Gruppen. Und
der Mund- und Zahnschmerz, da sind zum Beispiel ein paar Begriffe dabei, ein paar gehe ich mit Ihnen durch, was das heißt. Da hier zum Beispiel aus dem Lateinischen die Pulpitis ist der Zahnmarkentzündung, Stomatitis ist die Mundentzündung, also die Zahnfleischentzündung, und die Parodontitis, das ist die Zahnfleischhalteapparatentzündung. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder dazu, damit Sie diese Begriffe ein wenig umgehen können. Dann sind da hier eher seltene Dinge, aber hier wird es interessant, Gesichts- und Kopfschmerz. Da habe ich diesen lateinischen Begriff Ihnen stehen lassen. Das sind einfach Kiefergelenksbeschwerden. Also Kiefergelenksbeschwerden, Schmerzen, das sind sehr häufig. Wir werden auch eine kleine Fragerunde starten im Publikum, wer alles Beschwerden hat. Das möchte ich wirklich fast 1 Million Österreicher und Österreicherinnen haben im Bereich der Kiefergelenke Beschwerden. Und der typische und atypische Gesichtsschmerz, und das ist auch wichtig, die Trigeminusneuralgie und die Kopfschmerzmigräne. Das sind zwei Sonderformen. Das werde ich aber nur teilweise behandeln, also die Trigeminusneuralgie, aber nicht den Kopfschmerz, weil das ist eigentlich die Sache des Neurologen. Ein paar Bilder zum Kopf und zur Gesichtsregion. Hier sehen Sie unterschiedliche Formen. Wir haben einerseits die Augen, die Schmerzen verursachen können. Wir haben die Nase, wir haben die Ohren, wir haben die Ohrspeicheldrüse. Und zwar dieser Körper hier ist die Ohrspeicheldrüse. Die produziert Speichel für den Mund und da können verschiedene Ursachen auch drinnen sein für Schmerzen. Hier haben wir den Gesichtsnerv, ganz wichtig, da dieser Facialisnerv, der ist zuständig für die Grimassierung. Das heißt, wenn Sie Grimassen schneiden, lachen, Augenzwinkern, das ist alles dieser eine Nerv, der kann unter anderem auch Schmerzen verursachen, sehr selten. Wer aber Schmerzen verursachen kann, ist dieser Nerv hier drinnen, im Unterkiefer als auch im Oberkiefer. Und das ist der Trigeminusnerv. Und das ist das, was ich vorher erwähnt habe, Trigeminusneuralgie. Das kommt von diesen Nerven aus. Und hier sind wir in der Peripherie, also in der Endregion. Und diese Nerven können unterschiedliche Ursachen haben, dass sie Schmerz weiterleiten. Der Schmerz geht dann vom Trigeminus in diesen Ganglion trigeminalis, also Trigeminuskern, und dann in die Rinde im Hirn, wo Verarbeitung durchgeführt wird, die Schmerzverarbeitung. Und überall auf diesen Bahnen, die Sie da hier sehen, können die Ursachen liegen für diese Schmerzen. Zumeist sind sie aber in der Peripherie. Und wenn Sie das jetzt genau hinschauen, zum Beispiel diesen Nerv an, das ist der Unterkiefernerv, also da ist normal der Knochen drüber. Hier sehen Sie Zahnstrukturen, hier sehen Sie den Knochen, hier sehen Sie die Muskulatur. Und alle diese Strukturen können unter Umständen auch diesen Trigeminusnerven reizen und Schmerzen verursachen. Das heißt, Sie haben Schmerzen im Bereich des Zahnes und haben ausstrahlend bis zur Schläfenregion Schmerzen. Und das ist ganz, ganz typisch. Gut, welche Fachbereiche sind mit der Kopf-Hals-Region, also das, was ich jetzt berichte, beschäftigt? Einerseits die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, also Zahnärzte, MKG-Chirurgie, Neurologie, habe ich schon erwähnt, Trigeminus, Migräne zum Beispiel, Augenheilkunde, die HNO und der praktische Arzt als der große Organisator, der praktische Arzt, der quasi die meisten Patienten primär untersucht und dann weiterschickt zu den Fachärzten. Wo können die Schmerzen auftreten? In der Schläfenregion ganz typisch Migräne, auch weitergeleiteter Schmerz von der Kieferregion. Ganz witzig ist der Eckzahn zum Beispiel, heißt im Fachjargon, oder nicht im Fachjargon, im Dialekt Augenzahn. Warum heißt der Augenzahn? Weil, wenn Sie eine Entzündung oder eine Wurzelentzündung im Bereich des Eckzahnes haben, dann schmerzen die Augen. Da geht direkt dieser Trigeminusnerv bei den Augen vorbei, an der Augenhöhlenboden, und deswegen geben die Patienten Augenschmerzen an. Und deswegen, der Dialekt ist wirklich eine schöne Sprache, beschreibt das als Augenzahn. Kiefergelenk habe ich schon erwähnt, Halswirbelsäule und Nackenmuskulatur, das spielt natürlich die digitalen Medien. Alle stehen beim Busplatz, schauen hinunter, Stunden lang und schauen immer und haben Halswirbelsäulenbeschwerden. Die Physiotherapeuten sind gut beschäftigt mit diesen Patienten. Gehört natürlich auch in diese Region hinein, auf das möchte ich noch eingehen. Gut, wir haben einerseits einen lokalen Schmerz, das habe ich erwähnt. Also lokal, wenn eine Biene sticht, dann haben wir genau hier den Schmerz. Dann ist es relativ einfach, auch die Behandlung. Schwieriger wird es beim projizierten Schmerz, das heißt, wir haben einen Schmerz in einer Region, die diffus ist. Da sind viele Strukturen dort und man weiß nicht ganz genau, was die Ursache ist. Speziell bei den Trigeminusneuralgie. Und dann haben wir den übertragenen Schmerz, das habe ich schon erwähnt. Diese Pulpitis, das ist eine Zahnmarkentzündung, die kann überall ausstrahlen. Wenn Sie einen Zahn haben, zum Beispiel den ersten Molaren, also ersten Backenzahn, der meistens
als erster schon zerstört wird, weil der als erstes durchbricht in der die Mundhöhle in der Kindheit, dann hat er meistens Karies und hat als erster Zahn auch Probleme im Erwachsenenalter, und die strahlen raus in die Schläfenregion zum Beispiel. Die Patienten geben massive Schläfenregionsschmerzen an, und das könnte verwechselt werden zum Beispiel mit einem Kopfschmerz, ganz einfach. Dabei ist die Ursache ganz woanders. Das sind also noch einmal übertragener Schmerz. Und das macht es auch so schwierig. Jetzt komme ich ein paar Sachen, um das auch Ihnen zu erklären, mit dem zahnärztlichen Bereich. Also das ist das Zahnmark, heißt auch Pulpa. Und jetzt wissen Sie, warum Pulpa, Pulpitis, Zahnmarkentzündung heißt. Das heißt, dieses Zahnmark ist dann entzündet aufgrund von verschiedenen Erkrankungen, sei es durch Karies oder Zahnfleischhalteapparat. Und dann ist natürlich der Zahnarzt die richtige Ansprechperson, der kann dann zum Beispiel eine Wurzelbehandlung durchführen. Oder Sie gehen nach Indien und lassen das mit einem Stein und in einem Meißel die Zähne entfernen. Also das ist kein Fake-Foto, das ist wirklich so anscheinend. Also das wird auf der Straße direkt durchgeführt. Und jetzt möchte ich zwei Begriffe noch erklären, weil da gibt es immer wieder Schwierigkeiten in der Begriffssituation. Wir haben einerseits die Gingivitis, das ist eine normale Zahnfleischentzündung. Das heißt, wenn dann Zahnfleisch Bluten haben, dann haben sie eine Entzündung, und das ist die Gingivitis. Der nächste Begriff ist die Parodontitis, der schaut ganz lecker aus. Warum? Hier sehen Sie schon Kalkkongrumente, das ist wirklich Kalk, das geht nicht mehr runter mit der Zahnbürste. Dieser Mund hat eine Zahnbürste über mindestens ein Jahr nicht mehr gesehen. Und dann sehen Sie die Ursache, das ist der Knochen ist schon weggegangen. Und da sprechen wir von Parodontitis. Also merken Sie sich, Gingivitis, Parodontitis sind zwei verschiedene Sachen. Das ist Zahnhalteapparat, ist zerstört. Und hier ist eine Zahnfleischentzündung mit Rötung, Schwellung und Blutung. Und da gehören Sie auch zum Zahnarzt, also diese zwei Erkrankungen. Sind natürlich auch mit Schmerzen verbunden, deswegen spreche ich darüber. Und jetzt komme ich über ein Thema, Kiefergelenkserkrankungen. Die sind nämlich gar nicht so selten. Meine Frage jetzt an Sie, wer hat ein Knackgeräusch zum Beispiel im Kiefergelenk? Hebe mal die Hand. Ich habe es nämlich auch, deswegen habe ich auch die Hand. Gar nicht so viele, oder also die anderen trauen sich. Wer hat Schmerz, also Knacken, das war das eine. Wer hat zum Beispiel Schmerz im Kiefergelenk beim Kauen? Also das habe ich nicht. Ah, schon auch einige. Also es sind deutlich weniger, als ich gedacht habe. Zum Beispiel, wenn ich bei meinen Studenten die gleiche Frage stelle, sind einmal die Hälfte der Studenten geben Knacken, also Knackgeräusche im Gelenk an, und dann noch einmal die Hälfte gibt Schmerzen an. Mehrheitlich Frauen. Frauen, warum auch immer, das diskutieren wir jetzt nicht in diesem Rahmen. Ein paar lachen schon. Also ich verbeiß mir jetzt auf die Zunge, warum. Aber Frauen sind auch, das ist statistisch erwiesen, häufiger betroffen. Was ist das Hauptproblem beim Kiefergelenk? Und zwar diese blaue Scheibe hier drinnen. Wir haben im Knie einen Meniskus, das kennt jeder. Meniskusschmerzen, zum Beispiel damit in der vierten Reihe, Meniskusschaden. Der Diskus liegt als Stoßdämpfer im Kiefergelenk und federt alles ab, wie beim Auto. Da kann ich über eine holprige Straße fahren, da passiert nichts. Wenn aber der Diskus aus dieser Halterung rausspringt und sich vorne einringelt, dann verursacht das Schmerzen, Knackgeräusche beim Öffnen und beim Schließen. Und wenn es ganz schlecht hergeht, geht der Mund dann nicht mehr auf. Und das sind so typische Faktoren. Das heißt, Kiefergelenkserkrankungen sind sehr häufige Erkrankungen. Die Patientinnen kommen typischerweise mit Schmerzen direkt vor dem Ohr. Wird oft verkannt und nicht richtig diagnostiziert, weil manche Patienten glauben, sie haben Ohrenschmerzen. Dabei ist es davor. Also das ist nämlich ganz... Also wenn Sie hingreifen mit dem Finger, also greifen Sie mal mit dem Finger hin, direkt vor diesem Knorpel und machen den Mund auf und zu, dann spüren Sie das Kiefergelenk, wie es auf und zu geht. Manche werden dann auch so ein kleines Knackgeräusch spüren. Das ist dieser Diskus, wo es einmal drüber springt. Wenn ein kleines Knackgeräusch ist, ist es kein Problem. Schwierig wird es nur, wenn der Mund nicht mehr aufgeht. Und wenn die Schmerzen zu stark werden. Und hier sehen Sie, was alles passieren kann. Sie können haben Pressen, Knirschen der Zähne, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, und das geht alles vom Kiefergelenk aus. Es ist für mich auch unfassbar. Wir haben Physiotherapeuten, Kraniosakraltherapeuten, die sich damit befassen in Vorarlberg, die nur auf das spezialisiert sind. Und die können zum Beispiel auch in der Halswirbelsäule Mobilisierungen durchführen und heilen dann das Kiefergelenk. Und vice versa. Dann kommt die nächste Ebene, die Nasennebenhöhle. Wir haben hier oben im Bereich des Oberkiefers die Nasennebenhöhle, dann haben wir die Siebbeinzellen und die Stirnhöhle.
Und alle diese Höhlen können Schmerzen verursachen. Das hat vielleicht einer schon andere erlebt. Eine Kieferhöhlenentzündung. Und hier sehen Sie so ein Bild. Hier, also schwarz ist Luft und das ist gefüllt mit Flüssigkeit oder Eiter. Und man kann sich vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Und sehr oft ist die Ursache nämlich ein Zahn. Hier sehen Sie das schon, sind die Zähne abgebildet und die ragen direkt in die Kieferhöhle. Also die Oberkieferzähne logischerweise. Die ragen direkt in die Kieferhöhle und da können die Zähne 6, 5, 4, teilweise auch der Eckzahn, aber eher selten, können mit ihren Wurzelspitzen hineinragen und Schmerzen verursachen in der Kieferhöhle und sie haben auf einmal wieder Kopfschmerz und die Ursache ist eigentlich ein Zahn und die Kieferhöhle. Das heißt, man muss dann beides sanieren. Patientin zum Beispiel, richtig stark geschwollen, deutlich gerötet und die Ursache ist eine komplette Verschattung aller Nebenhöhlen. Das ist hier also kein Zahn die Ursache, sondern eine andere Ursache. Aber sehen Sie schon mal, welche Auswirkungen das auf den Menschen haben kann. Und jetzt komme ich kurz auf die Trigeminusneurologie. Das ist aber die Behandlung der Neurologen. Also da sind Sie bei mir vollkommen falsch. Aber ich gebe es Ihnen nur sicherheitshalber mal mit. 50. 60. Lebensjahr, das heißt, ich falle auch schon drunter. Die Frauen leider wieder mehr betroffen wie die Männer. 2:1. Und es ist eine typische Weise, eine Auftretung mit Episoden, das heißt, sie haben kurze Attacken, wo schlagartig das auftritt, ausgelöst durch irgendeinen Trigger, entweder durch eine Kälte, durch eine kalte Speise oder kaltes Getränk oder durch eine Bewegung und im langjährigen Verlauf immer kürzere attackefreie Zeiten bzw. längere Schmerzphasen. Und diese Behandlung ist extrem aufwendig, das geht mit Medikamenten, da gibt es auch andere Methoden, aber das werden Sie vielleicht später mal bei einem neurologischen Vortrag in diesem Zyklus auch einmal hören. Also merken Sie noch Trigeminusneurologie, dass Sie das kurz wissen. Welche Behandlungen kommen jetzt typischerweise auf die MKG, also Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie? Und das sind diese 5 Beispiele und die möchte ich Ihnen jetzt einzelnerweise durchgehen. Und wenn Sie einen Affen sehen und ein wenig schlecht Abend gegessen haben oder einen schlechten Magen haben, dann schauen Sie kurz weg und beim nächsten Tier wird es dann wieder lebendiger. Also, vor einer Woche beim Fahrrad gestürzt, das ist immer die Beschreibung, was der Patient zu uns gesagt hat und er kann sich nicht mehr genau erinnern, warum. Er war auf der Hütte und hat über einen Durst getrunken, fährt steil hinunter und zwar in Hohenems. Ein Kollege habe ich gerade gesehen aus Hohenems, da gibt es einen steilen Stich hinunter und da passieren jedes Jahr viele Unfälle, da kriegen wir auch regelmäßig Patienten. Also das ist nicht in Hohenems, aber der ist gestürzt und was war, er konnte nicht mehr kauen. Wenn Sie da jetzt genau drauf schauen, sehen Sie, die Zähne haben hier Kontakt und hier komplett offen. Da stimmt etwas nicht. Und für uns immer ein Alarmzeichen, Schmerzen beim Kauen und so ein gestörter Biss, was kann das sein? Ein Kieferbruch, ganz genau so. Und dann machen wir ein CT, das ist nicht der gleiche Patient, aber hier sehen Sie ein CT von einem anderen Sturz. Der hat hier das gesamte Gesicht abgetrennt, quer durch. Hier den gesamten Jochbeinkörper nochmal abgetrennt. Und hier haben wir eine Akutversorgung durchgeführt, weil dann Unterkiefer auch noch gebrochen hat. Das war auch ein Fahrradsturz. Also das sind schon sehr, sehr große Verletzungen. Und hier sehen Sie die Platten, wo die überall hingekommen sind. Also dort, wo die Platten sind, waren auch die Brüche. Und das haben wir wirklich häufig. Also wir ungefähr 120, 130 Mal im Jahr, nicht nur Fahrradfahrer, sondern alles quer durch. Raufhandel natürlich auch dabei. Das sind so typische Verletzungen, die mit wirklichen Schmerzen verbunden sind, aber beim Kauen. Sie haben Schmerzen durch die Weichteilverletzung, Schmerzen bei so offenen Brüchen. Also das ist wirklich ein offener Bruch, da schiebt sich das gesamte Unterkieferfragment in alle Richtungen. Also das sind wirklich schmerzhafte Dinge. Aber kann man natürlich behandeln und gut versorgen. Und jetzt kommt ein Fall, der eigentlich für meiner Karriere ich noch nie gesehen habe und den ich immer wieder zeige. Dieser Patient hatte monatelang Schmerzen. Zuerst akuter Schmerz, ist es übergangen mit Alkohol und dann monatelanger Schmerz und das immer wieder übergangen, hat das verdrängt. Kam dann aber zum Arzt, weil eben er eine Augenmuskellähmung hatte. Er konnte nicht mit dem Blick in alle Richtungen schauen, der Augenmuskel war gelähmt. Und das ist ein absolutes Alarmzeichen. Wahnsinnige Kopfschmerzen, die mit Medikamenten nicht mehr besser geworden sind. Das heißt, eine verschleppte Diagnose, wir haben dann ein CT durchgeführt und was ist das? Das ist die Nebenhöhle, also die Nasennebenhöhle. Hier ist Luft drinnen, hier ist Flüssigkeit drinnen. Und was war das? Das war eine Kieferhöhleneiterung über Monate und das ganz Tragische ist, es kam von einem Zahn ausgehend,
Hier sehen Sie den einen Zahn mit der Behärtung. Der ist hier eingebrochen, in die Siebbein eingebrochen, dann hier in die Augenhöhle eingebrochen, in die Schädelbasis eingebrochen. Und was ist passiert? Der Patient ist erblindet. Es ist unfassbar. Der ist erblindet aufgrund eines Eiterzahns. Und das habe ich wirklich, das habe ich noch nie gesehen, so einen dramatischen Verlauf von einem jungen Patienten. Er hätte geholfen werden können, wenn er früher gekommen wäre. Und wie gesagt, die Kieferhöhle, die ist typische Schmerzen sind, wenn sie sich bücken und einen starken Schmerz beim Bücken spüren, das ist typischerweise die Kieferhöhle. Auch etwas, Schmerzen und Schwellung vor dem Ohr auf der rechten Seite. Ich habe jetzt die Patientin ausgeblendet, damit sie sich nicht erkennen, weil es sind logischerweise die meisten Vorarlberger Patienten. Aber wenn man hier drauf schaut, sieht man eine Schwellung. Das ist also genau diese Region vor dem Ohr, wo wir mit dem Finger vorne dabei waren beim Kiefergelenk. Was kann das sein? Das sind alle Regionen. Die Ohrspeicheldrüse ist dort, das haben wir gerade vorher gesehen, den einen anatomischen. Das Kiefergelenk ist dort, das Ohr ist dort, also Mittelohr, Innenohr ist dort. Und das kann generell immer ein Tumor sein. Mit dem muss man auch immer rechnen als Arzt, nicht als Patient, aber wir müssen damit rechnen. Was macht man? Man macht ein Röntgen. Das ist eine spezielle Schichtaufnahme. Vergessen Sie das. Wenn man es vergrößert, dieses Röntgen, sieht man etwas. Es sind ein paar Kollegen drunter, da habe ich gerade gesehen, dann wird man das nämlich erkennen. Und zwar das linke Seite, dieses Bild ist ein Kiefergelenk, also die Pfanne vom Kiefergelenk. Hier ist der Gelenkkopf. Und normalerweise ist alles glatt begrenzt. Und was sehen Sie hier? Ist es nicht glatt begrenzt. Weder die Pfanne noch das Köpfchen ist ausgefressen. Und wenn ich sowas sehe, denken wir an was? Tumor, richtig. Sehr gut. Mitarbeitsplus. Patientin haben wir dann in so eine Magnetresonanzröhre gelegt. Der eine oder andere wird es schon kennen. Das sind diese lauten, tickenden Geräte, wo ein Magnet herumfährt. Und dann kriegt man diese Schichtbilder hervor. Und wenn man sich dieses Gelenk hier anschaut, also ich sage es Ihnen, diese Volumensvermehrung ist ein bösartiger Tumor, und zwar ein seltener Tumor. Das heißt, diejenigen, die genau, Sie schauen gleich weg. Ich sage Ihnen dann, wenn Sie zuschauen dürfen wieder, erste Reihe, gell? Das ist das Operationsbild. Hier ist das Ohr und alles ist, das gesamte Gesicht ist weggeklappt. Und hier ist der Tumor, wird rausoperiert. Das habe ich gemeinsam mit Neurochirurgen gemacht, weil das ist die Arbeit von Neurochirurgen hier oben. Und hier ist alles entfernt worden. Das heißt, der gesamte bösartige Krebs, und zwar war das ein seltener, absolut seltener Knorpelkrebs. Hier habe ich es oben hingeschrieben. Also ein Chondrosarkom heißt das auf Fachbegriff. Und da gibt es weltweit nur 30, 40 Mal. Trifft aber uns genau in Vordelberg, bei einer Patientin. Also es ist, wir sind auch nicht gefeit vor wirklich seltenen Erkrankungen. So, jetzt springe ich schnell weiter. Jetzt dürfen Sie wieder schauen. Aber es geht leider weiter. Das Kind schaut auch schon weg. Das heißt, das nächste Bild kommt dann wieder. Ein Bild, was schwierig ist. So, jetzt kommen wir zum Fallbeispiel Nummer 4. Das sind Patienten, der kommt normal in die Ambulanz hinein, hat Schmerzen beim Schlucken. Das heißt Schluckbeschwerden. Und man sieht das dem Patienten. Der versucht zu schlucken und drückt jedes Mal den Speichel runter. Sie kennen das alle schon. Jeder hat schon mal Halsweh gehabt und man tut sich schwer und man sieht das sofort. Als erfahrener Arzt sieht man das. Die jüngeren Kollegen, die haben da Schwierigkeiten, das zu erkennen. Die Mundöffnung ist 5 mm und dann stellen sich schon die Haare auf. 5 mm Mundöffnung ist wirklich wenig. Und der Patient hat eine glosige Sprache. Und zwar die Sprache klingt so ähnlich wie, ich kann nicht mehr reden, ich tue mir ganz schwer. Das ist eine glosige Sprache. Ein absolutes Alarmsignal, weil dann irgendwo im Bereich der Halsregion zu viel Volumen ist und die Stimmbänder nicht mehr richtig funktionieren, also die Stimmgebung. Fühlt sich krank, man sieht es ihm an, am Blick, das haben wir vorher gesehen, chronischer Schmerz am Blick, man sieht das sofort, und Fieber. Das ist das Röntgen nach der ganzen Behandlung, ich zeige es Ihnen nur. Die Ursache waren überall kaputte Zähne, die sind dann während der Operation akut entfernt worden. Und hier sind die Kenner, das ist schon eine Magensonde, Sie werden gleich sehen, warum ich da eine Magensonde gesetzt habe. Das ist der Patient wieder aus Angst nicht zum Zahnarzt gegangen. Was sieht man hier? Einen wirklich dicken Hals und hier überall gerötet. Hier hat er mit Salben oder mit irgendwelchen Verbänden gearbeitet, mit Zinkleim, was auch immer, Topfen auflegen, es hat nichts gebracht. Ganz im Gegenteil, es ist immer schlimmer geworden. Das und eine halbe Stunde später, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade vergessen, ich wollte Ihnen sagen, bitte wegschauen.
Eine halbe Stunde später war er im OP, ein absoluter Notfall. Ich bin jetzt 15 Jahre hier, wir haben vielleicht 2, 3 Notfälle in dieser Situation. Das ist ein absoluter Notfall, der sofort in den OP geht. Der ist 30 Minuten später im OP. Luftröhrenschnitt und der gesamte Hals aufgemacht. Ich gehe jetzt gleich weiter. Und zwar die gesamte Halsregion, hier sind sie so schwarze Flecken, hier überall schwarze Flecken, das ist alles Eiter. Der gesamte Hals bis in den Brustkorb hinunter, komplett unter Eiter. Da hat sogar der ehemalige Chef, der Etienne Wenzel, dann den Brustkorb noch aufmachen müssen und dort noch den Eiter absaugen müssen. Also ein absoluter Wahnsinn. Glücklicherweise hat dieser Patient überlebt, aber Sie können sich vorstellen, dass das wirklich auf Messerschneide liegt. Noch immer wegschauen, ich glaube, da kommt noch was. Genau. Schmerz lässt nach. Warum habe ich das jetzt oben hingeschrieben? Und zwar, das ist jetzt ein Abszess, ganz genauso. Und zwar ein Abszess ausgehend von den Zähnen, das kann ich Ihnen schon sagen. Hier ist die Kinnregion und da wäre der Unterkiefer und der ist prall gespannt. Da brauche ich nicht mehr Narkose reinlegen, da gebe ich kurz eine Spritze und was mache ich? Ich schneide hinein und schneide noch einmal hinein. Und jetzt können Sie froh sein, dass wir kein Geruchsfernsehen haben. Das stinkt wie eine Jauchengrube. Das sind Bakterien, die ohne Luft leben können und die stinken fürchterlich. Also ist für uns auch jedes Mal, da müssen wir kurz einmal ein paar Schritte zurückgehen, weil da rennt wirklich die Jauche hinaus und da sind ganz, ganz bösartige Keime dabei. Aber Schmerz lässt nach, blitzartig geht es dem Patienten danach besser. Blitzartig. Spült man einige Tage und nach 5 Tagen ist er wieder vollkommen geheilt. Wichtig zu wissen, Schluckbeschwerden, die Mundöffnung. Schauen Sie immer auf die Mundöffnung, wenn Sie mal irgendwo hinkommen sollten und Sie merken, dass jemand eine klosige Sprache hat und keine Mundöffnung, das könnte ein Hinweis sein. Aber Mundöffnung kann natürlich beim Kiefergelenk auch ein Problem sein, auf das kommen wir noch. So, das letzte Fallbeispiel, das ich Ihnen zeigen möchte, ist Schmerzen im Bereich des Unterkiefers. Da sind die Zähne, hier ist die Zunge und hier sehen Sie im Mundboden, also unterhalb der Zunge, diese Region. Angstpatient, Schmerzen im Unterkiefer. Was glauben Sie, was könnte das sein? Bitte? Ja, das war Karzinom, das war schon sehr... Karzinom ist schon der Fachbegriff, richtig? Also ein Krebs, Mundhöhlenkrebs, absolut richtig. So schaut das Panoramaröntgen aus. Was sehen wir hier? Da hier eine riesen schwarze Region, also weiß ist der Knochen, hier sind die Zähne zum Sehen. Und hier fehlt ein großer Teil von Knochen und der Unterkiefer ist schon gebrochen. Also ohne Ursache von außen gebrochen. Das heißt, hier ist ein Mundhöhlenkrebs, der dann Knochen schon komplett aufgebraucht hat. Wir nennen es Plattenepithelkarzinom, das ist der Fachbegriff, falls es jemanden interessiert. Und jetzt wieder kurz wegschauen, der Schimpanse oder Orangutan ist es eigentlich, zeigt mir diese Bilder. Und das sind alles Mundhöhlenkrebse, die wir auch jedes Jahr sehen und was das wirklich Ärgerliche ist, aus Angst und Verdrängung des Patienten kommen die meisten Patienten zu spät. Nicht in diesem Fall, aber das zum Beispiel sind einfach zu große Karzinome. Und auch wir in einem hochentwickelten Bundesland in Vorarlberg haben diese großen Karzinome fast bei 50%, also die Hälfte der Patienten kommen im Endstadium. T4 nennt sich Endstadium, T1 ist das kleinste Stadium. Und logischerweise, je früher man kommt, desto besser ist die Prognose. Und wir kriegen die Patienten viel zu spät. Also Angst und Verdrängung. Und jetzt kommt die Frage, was ist die Ursache vom Mundhöhlenkrebs? Wer weiß das? Rauchen, richtig. Und Alkohol, richtig. Auch wieder Mitarbeitsplus, beide stimmen. Es gibt noch Viren und andere Ursachen, aber das sind bei uns 95% der Patienten sind starke Raucher. Also 20 Zigaretten ungefähr ist schon starker Raucher. Und regelmäßig Getränke, also alkoholische Getränke. So, und jetzt habe ich ein kleines Quiz, das mache ich mit meinen Studenten immer. Und ihr seid jetzt meine Studenten für den heutigen Abend. Das sind jetzt ein paar Fragen vorbereitet, weil es geht sich noch aus, das geht sich gut aus. Also, was können Schmerzen direkt vor dem Ohr bedeuten? Da habe ich 5 Möglichkeiten hingeschrieben. Und das ist sogenannter Multiple-Choice-Test. Das heißt, Multiple-Choice heißt, es sind mehrere Antwortmöglichkeiten möglich. Kiefergelenk, gut, das ist ein Kiefergelenk, kann das mal sein. Zahnwurzelentzündung, sagen ein paar, okay. Was noch? Mandeln? Die richtigen Antworten sind die ersten 3.
Also nicht Zahnwurzelentzündung stimmt im Grunde genommen beim projizierten Schmerz nicht unrichtig, aber primär denken wir an die ersten drei und an die Mandelentzündung eher nicht. Nächste Frage, was kann die Ursache von Schmerzen beim Kauen sein? Also wenn Sie essen, kauen und Sie haben dort Schmerzen. Wieder das Kiefergelenk, absolut richtig, das haben wir durchgemacht. Krebs ist auch richtig, das Unterkieferbruch, Mitarbeitsplus, super, richtig. Ja, ich habe schon gemerkt, Sie haben wirklich gut aufgepasst. Ja. Nächste Frage. Was kann die Ursache für eine verringende Mundöffnung sein? Also das heißt, der Patient hat nur 5 mm oder 10 mm Mundöffnung. Kiefergelenk als erstes, stimmt, richtig. Abszess, sehr gut aufgepasst, richtig. Und Unterkieferbruch. Aber der Krebs gehört auch noch dazu. Und nicht die Zahnwurzelentzündung. Und jetzt noch die letzte Frage. Was kann die Ursache für eine plötzlich, also akut aufgetretene, verringerte Mundöffnung sein? Wie bei dieser Patientin. Wieder Kiefergelenk, richtig. Wenn der Diskus nach vorne verlagert ist und sich dort einrollt. Akut aufgetreten. Richtig, Abszess. Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch. Abszess gehört hinein. Das ist nämlich Abszess. Habe ich falsch angekreuzelt. Also Kiefergelenk und Abszess sind die richtigen Antworten. Absolut richtig. Diese Patientin ist nämlich eine Abszesspatientin und das Brutale daran ist, man sieht fast keine Schwellung. Und das ist für junge Kollegen, die in der Ambulanz sitzen, ganz, ganz heimtückisch. 5 mm Mundöffnung und das ist eine lebensbedrohliche Situation. Wir nennen das sogenannten pterygomandibulären Abszess, ganz schwierig zum Aussprechen, auch für mich. Und zwar ist es ein Muskel an der Innenseite, wenn man hineingreift, an der Innenseite des Muskels, ist sogenannter Mundschließer. Wir haben drei Mundschließer, das ist der Masseter-Muskel, der Außen-, der Wangenmuskel. Dann haben wir den Schläfenmuskel, beim Bewegen, Schließen. Und an der Innenseite der Pterygoides medialis. Und wenn dort ein Abszess vorhanden ist, entweder durch Spritze vom Zahnarzt, durch Wurzelentzündung, durch Weisheitszähne und so weiter, dann kommt es zu diesem Abszess. Und dieser Abszess, der hat außen der Patient ganz eine leichte Schwellung. Man kennt da vielleicht eine leichte Asymmetrie, aber man kennt es nicht gut. Hat eine verringerte Mundöffnung, die glosige Sprache und akut aufgedrehte Mundöffnung, Einschränkung. Das sind lebensbedrohliche Fälle. Der Patient kann, wenn der Eiter ausbricht, innen ersticken und ist tot. Ich habe es einmal erlebt, aber nicht hier, sondern im AKH Wien. Und das sind wirklich ganz gefährliche Situationen. Und jetzt habe ich ja noch einen aus dem Internet, der Weltrekord, das hat mich nämlich auch interessiert. Der Mundöffnung ist 8,8 cm. Das ist wirklich sagenhaft. Wirklich weit, ja. Diesmal ein Mann, richtig. Also die Frauen sind eher im unteren Bereich und die Männer eher im oberen Bereich. Aber 8, also der Mittelwert würde ich sagen, alles über 40 mm Mundöffnung ist im neuen Bereich. Unter 30 mm könnte sein, dass da ein Kiefergelenksproblem ist oder irgendwas anderes in die Richtung. Falls Sie zu Hause dann probieren wollen. Oder Sie können es jetzt mit Nachbarn auch ausprobieren, kein Problem. Nur fehlt es natürlich am Zentimeterstab. Gut, abschließend ist die Frage natürlich, die jeden brennt, unter den Fingernägeln. Woher kommt dieser Spruch? Es brennt unter den Fingernägeln, nämlich auch interessant. Das war im PM Wissen vor 2 Tagen im Fernsehen. Und zwar die im Kloster haben die früher kein Licht gehabt, haben die Kerzen auf die Finger drauf gesteckt und haben sie angezündet und haben dann das Buch gelesen. Und dann ist die Kerze irgendwann abgebrannt und hat dann direkt den Fingernagel gebrannt. Und deswegen kommt der Spruch, es brennt an den Fingernägeln. Das ist vom Klosterschülern. Also, wohin bei Schmerzen? Wir haben den Zahnschmerz, wir haben den Gesichtsschmerz und wir haben den Kopfschmerz. Und ich glaube, das ist jedem klar. Wir haben einerseits den Zahnarzt, der hier für den Zahnschmerz zuständig ist. Natürlich gibt es auch eine Selbstmedikation. Das heißt, Sie kriegen auch rezeptfrei in der Apotheke Schmerzmittel, die sehr gut wirken. Zumindest bis der nächste Zahnarzt oder der eigene Zahnarzt wieder die Praxis offen hat. Der Hausarzt, dann hier auch der Neurologe, weil Migräne und gewisse Erkrankungen wie die Trigeminusneuralgie wird hauptsächlich der Neurologe behandeln. Und da haben wir die verschiedenen anderen Fachrichtungen. Aber wichtig zu wissen ist, meistens ist der praktische Arzt der Vertraute, der sagt, okay, es könnte in diese Richtung gehen oder in diese Richtung gehen. Der weist dann zu den Fachärzten zu. Und bei uns zumindest, wir kriegen nur Facharztzuweisungen. Das heißt, der Patient kommt nur in akuten Fällen zu uns. Und die akuten Fälle sind genau diese drei.
Das ist der Abszess, das sind die Frakturen und das sind die akuten Kieferhöhlenentzündungen, die eine Ursache haben bei beim Zähnen. Die sind akut dann zu uns. Alles andere geht eigentlich über den niedergelassenen praktischen Arzt oder auch natürlich den Zahnarzt. Und damit bin ich dann schon beim Ende und mit einem Spruch von Johann Wolfgang von Goethe, und zwar: Unter Gesundheit verstehe ich nicht das Freisein von Beeinträchtigungen, sondern die Kraft, mit ihnen zu leben. Das ist wirklich ein wahrer Spruch, weil wir müssen mit den Schmerzen umgehen können. Es ist nichts Negatives, aber wie gesagt, es ist ein Warnsymptom. Und das ist ein Bild aus unserem OP. Hier sehen Sie schon relativ viele Ärzte. Das ist eine Tumoroperation, wo wir zum Beispiel einen Unterarmlappen entnommen haben für eine Rekonstruktion im Bereich der Lippe- und Zungenregion. Und da sind dann mehrere Chirurgen anwesend und operieren in dem Fall. Und damit möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, dass Sie das Quiz auch so gut beantwortet haben. Also wirklich, da bin ich extrem positiv überrascht. Und ich würde Ihnen glatt eine sehr gut geben. Vielen Dank.